Ein junges Mädchen in Angst. Es wird von einem wütenden Ladenbesitzer verfolgt. Sein Vorwurf: Diebstahl. Du brauchst ihn weglaufen! Bleib hier! Lass mich doch! Lass ihn kommen! Papier! Muss ich klauen und hat abhauen? Nichts! Gar nichts! Lass ihn holen! Nein, 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 nein! Er ist klauen, hat man wohl nichts! Hey, lass mich sofort meine Tochter los! Hey! Hey! Was soll denn das? Was denn? Lass mich sofort meine Tochter los hier! Klaut hier! Hey! Die klaut die Göre! Was soll denn das? Was? Beruhigen Sie sich erstmal hier! Die klaut meine Klamotten! Hey! Süße, alles gut! Rennt sich weg! Hey! Süße! Was hast du da? Waren Sie das? Das gibt's ja wohl nicht. Haben Sie sie verprügelt, oder was? Was? Ich hatte nur festgehalten. Das ist das allerletzte. Ich hab sie nur festgehalten, dass sie wegläuft. Das ist das allerletzte, na, Kinder zu schlagen. Ich schlag keine Kinder. Ich hab selber Kinder zu Hause. Die hat geklaut, die kleine Göre. Sie nur jagen Kinder durch den Park und schlagen Kinder, fest, oder was? Die klaut meinen Laden her, das Vieh. Die klaut einen Laden her. Sie haben keinen Grund, ein Kind zu schlagen. Ich schlag keine Kinder. Ich gehe jetzt zur Polizei. Ich zeig sie an. Machen wir. Ich nehme mit. Kriegt sie auch eine Anzeige, aber sofort. Komm, geht's. Die Mutter wurde zuvor von dem Ladenbesitzer über den mutmaßlichen Diebstahl informiert. Wütend stellt sie ihn auf der Wache zur Rede. Kriminalhauptkommissar Klaus Schäfer und Kriminalkommissarin Martina Jonassen müssen deeskalieren. Hallo, hallo, ganz ruhig. Mein Name ist Klaus Schäfer, ich bin von der Kripo Duisburg. Was kann ich hier für Sie tun? Wieso sind Sie so laut? Er hat meine Tochter geschlagen. Ist das überhaupt nicht wer? Wahr? Ganz wer? Sie hat meinen Laden ausgeraubt. Sie hat Ihren Laden ausgeraubt? Ja. Wer sind Sie denn überhaupt? Mein Name ist Thomas Weise. Ich habe einen Handyladen, hat sie mir ein Tablet geklaut, eine Kamera und ein Handy. Und wie geschlagen? Hab ich was dann geschlagen? Ich habe die hab ihn, dieses Abgeordnete, habe ich nicht festgehalten. Ich verstehe es überhaupt nicht, warum. Und dann? Ja, da kam die Mutter wie eine Fuge an. Hat mich angeschrien. Geht's? Ich meine, ich würde sie schlagen. Geht's dir gut? Ist das Hallo, auseinander. Ist jetzt gut? Hinsetzen. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Bei dem aggressiven Mann handelt es sich um den Lebensgefährten der Mutter. Um die Situation zu beruhigen, trennen die Beamten die Beteiligten. Klaus Schäfer erfährt von dem Ladenbesitzer Details des Diebstahls. Drei hat sie reingesteckt. Also, sie hat drei Sachen reingesteckt? Drei Sachen reingesteckt. Mhm. Aber was können Sie nicht sagen? Ein Tablet war weg, ein Handy ist weg. Und der dritte weiß ich jetzt gar nicht. Dann habe ich es auch angesprochen, hat die mich angeschrien, aber aggressiv. Ja. Dann wollte ich abhauen und habe ich auch noch ihren Schülerausweis. Ging so aus der Tasche raus. Hab ich dann weggenommen. Okay. Dann habe ich die Ausflucht angerufen, habe ich ihre Mutter angerufen. Und dann beim Anruf ist sie abgehauen. Da bin ich hinterher gelaufen in diesen Park, wo dieser Biergarten ist. Ja. Und habe ich sie, bin nur an der Schulter festgehalten. Ja. Und dann hat die geschrien ohne Ende. Und dann kam die Mutter auf mich eingestürzt. Hätte so einen blauen Fleck am Rücken, keine Ahnung. Ich hätte sie geschlagen. Ich schlag da keine Kinder. Ich habe selber zwei Kinder. Ich habe nichts gemacht. Er hat den Rücken berührt, geschlagen, sagt er, hat er sie nicht. In diesem Fall ist es sogar erlaubt, Straftäter festzuhalten. Und zwar für jedermann. Ich höre mir jetzt die andere Seite oben an. Und dann wollen wir mal sehen, was hier mit Ihnen passiert. Ist das okay? Ich möchte ja in meinen Laden zurück und ich muss ja Geld verdienen. Und das habe ich alles verstanden. So, das kriegen wir alles hin. Okay. Prima. Passt du auf? Ja, danke. Der Rucksack des Mädchens liegt noch immer in dem Park versteckt. Klaus Schäfer lässt Schutzpolizisten dort danach suchen. Er will damit klären, was an den Diebstahlsvorwürfen dran ist. Zunächst aber befragt er die noch immer völlig verängstigte Schülerin. Was hast du heute Morgen gemacht? Der soll in der Schule sein müssen. Hättest du nicht in der Schule sein müssen. Möchtest du mit mir nicht reden? Möchtest du mit mir nicht reden? Also du möchtest mir auch nicht erzählen, was du heute Morgen in dem Handyladen gemacht hast. Den Rucksack werden wir jetzt suchen und ihn werden wir hoffentlich finden. Also von da aus wird sie das erklären. Vielleicht möchtest du mit mir mal reden? Nachdem wir die Kleine ja in großer Runde schon befragt hatten und sie sichtlich eingeschüchtert wirkte, also sie hat kein Wort rausgebracht, war dann meine letzte Lösung, dass ich vielleicht mal alleine mit ihr spreche, so von Frau zu Frau, und habe sie deshalb mitgenommen, weil man weiß ja nie, wenn sie da zusammen mit ihren Eltern ist, manchmal weiß man nicht, wie da das Verhältnis ist. Und deswegen habe ich gedacht, vielleicht komme ich alleine an sie ran. Was hat der denn genau gemacht?
Oder was hast du gemacht? Warum hast du denn da mit deinem Rucksack, du sagtest ja eben, das war dein eigener Rucksack, das... Oh Mensch, jetzt heulst du ja gleich. Was ist denn los? Was ist denn passiert? Ich habe Angst. Aber du brauchst auch keine Angst haben. Guck mal, jetzt, ich bin doch da. Wir sind doch hier bei der Polizei. Ich würde dir doch helfen. Hm? Wovor hast du denn Angst? Komm, sag mal. Ich brauche doch Geld. Warum denn? Um zu meinem Papa zu fahren. Wieso? Wo dein richtiger Papa? Wo ist denn der? Barcelona. Wo? In Barcelona. In Barcelona. Und wie kam das jetzt überhaupt zu der Verletzung? Zeig mir das doch mal, wo der dich da angepackt hat. Weil wir brauchen das nachher. Ich muss das mal, der sitzt ja jetzt da unten. Ich muss mir das mal angucken, wenn ich darf, ja? Zeig mal. Ach, jetzt gleich richtig, okay. Krass. Nora. Der soll dich doch nur oben am Nacken angefangen. Darf ich da ein Foto von machen? Ist das okay? Ja? Das ist ja krass. Das ist doch nicht erst von vorhin. Ich mach mal für die Akte ein Foto. Das eingeschüchterte Mädchen will nicht sagen, wer ihm die blauen Flecken und Striemen zugefügt hat. Um es nicht noch weiter aufzuwühlen, beendet Martina Jonassen die Befragung. Zusammen mit Klaus Schäfer analysiert sie die Verletzungen der Schülerin. Guck dir das mal an. Das sind ja mehrere Schläge. Mehrere und vor allen Dingen, es ist nicht von eben mal kurz angefasst. Das ist schon dunkelblau-lila. Also, ich habe den Rucksack gefunden. Das ist super. Im Gebüsch. Ich denke, der war im Gebüsch. Genau, ich habe noch nicht reingeschaut, aber das müsste ja sein. Aber ganz ehrlich, das hast du nicht von einem erschlagen. Ja. Wenn er sagt, er hat sie nur von hinten festgehalten, das ist eine alte Verletzung. Die Kleine hat Angst, sie sagt gerade, sie hat richtig Angst, sie braucht Geld. Das hat sie jetzt nicht gesagt, bevor. Sie braucht Geld, sie will zu ihrem Papa fahren, der lebt irgendwie in Barcelona. Das ist nicht ihr Vater? Nee. Ach so, das ist Stiefvater? Ja, scheinbar. Oder neuer Freund von der Mutter. Mhm. Der Inhalt des Rucksacks bestätigt den Tatvorwurf. Die 16-Jährige hat tatsächlich geklaut. Die Beamten stoßen aber auch auf ein Foto und das macht sie misstrauisch. Bild von ihr? Aber warum ist das... Ist das so weggeknickt? Naja, du, da kann man sich ja schon fast was denken. Wenn sie unbedingt zu ihrem leiblichen Vater will. Einfache Fahrt Köln-Barcelona? In dem Rucksack haben wir dann auch noch dieses Ticket gefunden. Das handelt sich um eine einfache Fahrt nach Barcelona. Das stimmte natürlich jetzt auch überein mit der Aussage. Sie hatte mir ja auch schon gesagt, dass sie zu ihrem Vater nach Barcelona wollte. Insofern deckte sich das und hat ihre Aussage untermauert. Hast du seinen Namen? Wie lange er schon dabei ist in der Familie, weißt du nicht? Nee, das weiß ich nicht. So, okay. Dazu bin ich vorhin noch gar nicht gekommen. Dann würde ich mir das aber dem annehmen hier. Das Verhalten des Mädchens, die Verletzungen und der große Wunsch, zu seinem Vater reisen zu können. Die Kommissare vermuten, dass der Freund der Mutter damit etwas zu tun hat. Jetzt müssen Sie mir erstmal erklären, wer Sie sind. Johannes Keitel. Johannes? Keitel. Keitel. Herr Keitel. Sie sind der Vater von der Nora? Nein, ich bin der Lebensgefährte von der Mutter von der Nora. Sie sind der Lebensgefährte? Ja. Wie lange sind Sie denn schon Lebensgefährte? Oh, wir sind schon einige Zeit zusammen. Was heißt das? Oh, wir kennen uns schon länger und jetzt in so ein Jahr ungefähr sind wir schon länger zusammen liiert und ja. Also, leben Sie zusammen? Ja, wir leben zusammen. Ja. Der Mann beschreibt das Verhältnis zur Tochter seiner Freundin als gut. Er kann sich nicht erklären, warum er auf dem Foto umgeknickt ist. Martina Jonassen erhofft sich eine Erklärung der Schülerin. Dann haben wir halt hier so ein riesen Hämatom auf dem Rücken ihrer Tochter halt gefunden. Ja, Süße, was ist passiert? Warum redest du nicht mit mir? Ja, und also das ist, genau, und hier das Foto nochmal. Und das Interessante ist ja das. Das kann ich mir nur erklären, dass sie zu ihrem Vater wollte, aber ich hätte dir doch das Geld gegeben, Schatz. Süße, was ist los mit dir? Ich mache mir doch so Sorgen um dich. Warum hast du das Foto abgeknickt? Na, scheinbar ist da wohl doch nicht alles so rosarot mit dem neuen Freund. Was haben Sie da jetzt mitgebracht? Ja, gucken Sie das mal an.
sagen Sie dazu? Kann ich mir nicht erklären. Was ist das für ein Bild? Für irgendwie ein Rücken von irgendjemand? Das ist ein Rücken, genau. Ja. Was ist das? Das ist die Tochter. Das soll Nora sein. Das ist Nora. Ja, von dem und behauptet haben sie ja, dass der geschlagen worden ist. Aber diese Verletzungen, die hier hinten drauf sind, die sind nicht frisch. Die sind 2 Tage alt. Wie, Sie wollen mir jetzt wieder Körperverletzungen unterstellen? Das haben Sie mir vorhin schon unterstellt. Sind mit alten Kamellen gekommen. Das kann alles überhaupt nicht sein. Jetzt, Mensch. Also, erstens, Sie bleiben hier sitzen. Den Ton bestimme ich. Den Ton bestimme ich hier in diesem Haus. Haben Sie verstanden? Ich habe hier das Hausrecht. Sie sind Ihr Gast. Ja, dieses Verhalten von ihm sagt eine ganze Menge über das, was er eventuell getan hat. Und diese Verletzung sagt mir, dass er dem Mädchen irgendetwas angetan haben muss, weil jetzt versucht er im Grunde genommen alles abzustreiten. Ist irgendwas passiert? Der ist gar nicht so, wie du denkst. Der ist gar nicht so nett. Der hat mich geschlagen und mir gedroht, dass wenn ich was sage, dass er dich auch schlägt. Deswegen hab ich das auch geklaut. Das ist süß. Weil ich zum Papa wollte. Und du warst doch so glücklich. Süße, du bist das Wichtigste für mich im Leben. Nicht Johannes. Simon. Du kannst doch jederzeit zu mir kommen, wenn du irgendwas hast. Egal, was es ist. Dein Glück ist mir am wichtigsten. Ich hab mich nicht getraut. Oh, Süße, es tut mir so leid. Nora, das ist ja schrecklich. Nach einem gemeinsamen Kinoabend teilte das Opfer dem Täter mit, dass es ihn nicht mag. Daraufhin drehte der Mann durch, er schlug und bedrohte es. Was soll ich denn mit dem Bild anfangen? Das kann doch alles überhaupt nicht sein. Er war das. Er hat den Schamanen beigebracht. Ruhe! Ich hab gerade gesagt. Seid doch kurz ruhig. Ja. Nora hat es gerade gesagt. Was hast du denn jetzt gesagt? Sie haben ihr das beigebracht. Was habe ich mal immer auf dem Rücken? Was denn? Ich habe überhaupt nichts gemacht. Herr Kalte, Sie sind erstmal vorne nicht festgenommen. Wieso wollen Sie mich jetzt erzählen? Ich habe doch gar nichts gemacht, Mensch. Sie sind festgenommen, haben Sie verstanden? Wofür denn? Ich habe nichts gemacht. Isabel, das hat ihr alles inszeniert, um uns auseinanderzubringen, das gehört. Das kann alles überhaupt nicht sein. Ich schlug doch nur dich. Was hat sie dann? Ich habe gar nichts gemacht. Einfach Kinder zu schlagen hier. Ich habe doch abgeführt für nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Isabel! Das gehört. Es tut mir so leid, meine Süße. Oh Gott. Opfern häuslicher Gewalt kann ich nur empfehlen, dass sie über ihre Sorgen sprechen, dass sie das loswerden, was ihnen da passiert ist. Deswegen gibt es eben auch andere Anlaufstellen, anonyme, an die sie sich wenden können, um da über ihre Sorgen zu sprechen. Aber auf jeden Fall müssen sie es loswerden. In Zukunft kommst du zu mir, egal was es ist. Niemand ist mir wichtiger als du, okay? Komm, lass uns nach Hause gehen. Das ist doch schön. Vielleicht fahren Sie ja auch zusammen nach Barcelona. Ja? Machen wir auf jeden Fall. Dankeschön. Ja. Wiedersehen. Tschüss. Der Täter bekommt eine Anzeige wegen Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen. Die Schülerin wird wegen Ladendiebstahls angezeigt. Ihre Mutter trennt sich von dem Mann.